Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, ist eine traurige Geschichte. Es ist nicht meine Geschichte. Es ist die Geschichte von Peter Henselder. Die Tür fällt zu. Sie ist gegangen. Ich fühle mich wie ein Tier, gefangen. Geh bitte nicht. Bleib doch daheim. Ich bin jetzt mit ihm ganz allein. Ich lieg im Bett, ruhig und verschreckt. Ich hätte mich so gern versteckt. Doch nirgends werd ich sicher sein. Ich mache mich ganz klein. Ganz langsam öffnet sich die Tür. Oh Gott, zauber mich weg von hier. Ich bin auch da. Er kommt herein. Vor Angst falle ich aus meinem Bett. Er kommt zu mir und tut ganz nett. Tut nicht mehr weh, oh, wie ich diese Worte hasse. Mein kleiner Schatz, ich hab dich lieb. Nein, ich will schreien, du bist ein Dieb. Du stiehlst mir grad mein Kinderlachen. Ich will nicht diese Dinge machen. Ich muss mit raus, hab keine Wahl. Jede Minute wird zur Qual. Ich zähl sie mit. 4, 5, 6, 7. Ich würde am liebsten tot hier liegen. Dir auch. Am liebsten würde ich ihn bespucken, doch hab schon Angst, ihn anzugucken. Die Zeit ist um, es ist vorbei. Du weißt, das wissen nur wir zwei. Das muss unser Geheimnis bleiben, sonst kann dich keiner mehr hier leiden. Man denkt dann nämlich, dass du lügst und stiehlst und andere betrügst. Ich hab's gelernt, ich darf nichts sagen, es stellt ja niemand diese Fragen. Ich geh ins Bad, will sauber sein, der Schmutz zieht in die Seele ein. Ich werde nie sauber, nie im Leben. Kein Mensch kann mir mein Lachen nehmen. Kein Mensch kann diese Last ertragen, die wir als Kind erfahren haben. Ich bringe ihn um. Ich hasse ihn. Ich habe es bis heute nicht verziehen. Heute liege ich oft im Bett, ganz klein, und suche ein Versteck. Ich bin jetzt groß, erwachsen schon, habe ein Mädel und einen Sohn. An meiner Seite ist ein Mensch, dem ich fast voll vertrauen kann. Fast voll, denn immer bleibt ein Rest, der mich nie voll vertrauen lässt. Und das hat er zu Weg gebracht, an jenem Tag, in jener Nacht. Ich habe geschworen, dass nie ein Mensch das meinen Kindern antun kann. Lass nie ihr kleines Herz zerstören. Ich werde vorher stumme Schreie hören. Denn jedes Kind hier hat das Recht, dass man die Finger von ihm lässt. Und all die kleinen Kinderseelen sind da zum Leben, nicht zum Quälen. Sie können doch nur uns vertrauen. Wir sollten nicht zur Seite schauen, wenn sie uns sagen, bleib daheim. Wir sind doch sonst mit ihm allein.